Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Craft Tag Video. Es ist bevor das Stream ist. Wir sind gerade auf Rettungsmission und zwar müssen wir Rotpilz retten. Der ist im Neta, am Verhungern. Er hat mir Koordinaten geschickt. Ich bin jetzt dabei, ihn zu retten und muss jetzt zu den Koordinaten hinlaufen. Und ja, deswegen gehen wir jetzt hier runter. Let's go. 842 und... So, hier müsste er sein. So, ich schreibe ihm. Komm. So, hier. Los. Ah, ich gebe ihm einfach alles. Lass dir schmecken. Oh. Gut. Soll ich dir den Weg raus zeigen? Weißt du, du hast keinen Göt. Du hast keinen Göt. Was? Oha, leider, was? Okay, danke, Basti. Du hast keinen Göt gerettet. Keinen Göt? Was meint er damit? Ich habe keine Ahnung. Keinen Göt. Was ist denn ein Göt? Oh, jetzt gibt er mir noch was. Und zwar Eisen. Alter. Danke, Digga. Boah, ich hab einfach 2 Stacks Eisen gekriegt von ihm. Holy shit. Ich danke dir, haha. Ehre. Hast du Blaze Powder? Hat er Blaze Powder? Nur 2 oder so. Ah, okay. Bin ich irgendwo? Ja. Ja, für Ender Chest. Oh ja, das wäre noch gut. Okay, komm mit. Ja, geil. Wir kriegen Blaze Powder für unsere Ender Chest. Nice. So, jetzt sind wir bei Rotpilz und so. Und ich hoffe, dass ich da jetzt einfach einen Blaze Powder kriege. Haben die keins mehr? Oh, danke. Alter, geil. So, jetzt sind wir wieder bei uns. Und jetzt kann ich auch finally endlich mir auch eine Ender Chest machen. Und let's go. Einmal hier so ein Ender Auge. Bam, bam. So, und eine Ender Chest. Perfekt. Jetzt habe ich hier nämlich eine Ender Chest und kann da meine ganzen Sachen safe. Und dann ist alles schön in Sicherheit hier. Oh, mein ganzes Geld. Oh, voll geil. Hallo, Jan. Moin. Was? Du warst gemutet? Ja, ja, aber ich war zuerst bei Jo drin. Ja, ich hab's gesehen. Ich so, oh, okay. Pass auf, ich hab gesehen, du willst einen Trankshop machen, richtig? Mhm. Deswegen brauchst du die Netherwarzen, ja? Ja, auch, ja. Also Netherwarzen habe ich tatsächlich. Ich brauche nur das Dogstand und bin zu faul zum Farmen. Ja, pass auf, dann kriegst du die obere Etage, weil so viel brauche ich nicht. Ich brauch das nur, um meine Ziegeln zu färben. Easy. Was? Dann kannst du auf jeden Fall mal beim Tränkeshop dann dir auch was genehmigen. Zeigst du mir mal das, was du schon gebaut hast, oben? Ja, kann ich machen. Also das Schiff habe ich halt gebaut. Ist nicht so spannend, wenn man drauf geht von außen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das ist genau. Auf jeden Fall nice. Oh Lord. Dann geht's mit einem Golem. Ja, genau, das ist Otto, mein Türsteher. Otto, wie jeder für seine Golems so geile Namen findet. Meine Freundin spielt auch gerade. Oh nein, scheiße, das wollte ich nicht. Du hast Otto angegriffen. Nein, Otto, er versinkt auf dem Meeresgrund. Es tut mir leid, Sinus. Otto getötet. Es tut mir leid. Du kriegst von mir einen neuen Golem. Du kriegst von mir einen neuen Otto. Das ist, hä, rostet der? Nein, sieht nur so aus. Oder rostet der? Nee, ich glaube nicht, oder? Nein. Scheiße! Er hat Otto getötet. Nein! Sinus! Es tut mir echt leid, ich wollte den Creeper Otto abschießen. Rest in peace, ne? Ich brauche einen Kürbis, ne? Ja, aber kein. Ich habe auch. Oha, hier ist losgelegt, hier an der hier Seite. Ja, genau, das war so meine Starterbase halt so, ne? Hier habe ich noch eine Pollenfarm hier hinten. Für die Segel dann. Ah. Dann Concrete-Dingsbums hier. Ah, eine automatische Concrete. Ja. Ah, okay. Cool. Also muss immer noch selber so Dingsen, aber kann halt einfach mich hinstellen und dann macht's das automatisch. Ja. Level 30 Enchanter, Zuckerrohrfarm, Eisenfarm. Hier habe ich noch einen Spawner. Nice. Ich habe auch. Ich hab auch gut für die Tränke. Ich habe direkt unter meiner Base einen Zombie-Spawner. Ah, sehr geil.
Hier oben habe ich dann mein automatisches Lagersystem. Was? Schon so weit? Ja. Hey, lol. Sinus, Alter. Übel produktiv. I'm back. Ja. Und dann hier mein Villager Breeder. Da, und dieser Boden hier, der ist einfach so, wirklich einfach nur typisch Sinus. Das ist so typisch. Der ist classic. Villager Breeder und hier meine Villager Farm. Weißt du, was ich baue? Ja, ich habe das Haus gesehen, ich war noch überrascht. Das sieht cool aus. Überrascht? Oh. Ja, nee, ich finde es cool, dass du nicht überrascht vom Baustil oder vom Skill oder so, sondern dass du hier ein Haus baust, war ich überrascht. Ja, pass auf, oh, warte, Zombie. Ich baue hier eine Kapelle. Ja. Du weißt ja, ich bin so ein bisschen der Teufel. Ja, genau. Ne? Genau. Und das wird oben eine Kapelle und dann gibt es einen Gang runter und dann gibt es eine unterirdische, satanistische Kapelle, mit, wo das Netherportal dann drin ist. Und dann baue ich im Basaltbiom, baue ich da meine Festung. Ich muss echt Otto der Erste. Und ein Eisen muss ich dann umbenennen. Gibt es deswegen auch Günni der Zweite? Weil der erste Günni schon gestorben ist? Nee, Günni 1 ist dort. Ah, okay. Weil ich so kreativ bin. Nenne ich ihn Zombie, den ich habe, Günni. Ja, lol. So, du kriegst deinen Otto. Ich mach's direkt wieder gut. Wo soll ich Otto den Zweiten hinsetzen? Ich setz ihn einfach auch dorthin, wo er war. Also vor die Haustür. Er ist vor halt die Haustür. Türsteher. Okay, genau. Er ist der Türsteher. Vor die Haustür kommt er jetzt hin. Zack. Nice, da ist Otto. Dankeschön. Okay, ich bin mal wieder weg, ne? Jo, ciao, Zino. Auf rein, tschüss. Und dann bauen wir hier unsere Fenster mit der Kapelle. 1, 2, 3. Das passt. Es muss auf jeden Fall hier so sein. Wir bauen das jetzt einfach so. Genau so. Ich habe auch hier, glaube ich, Mist gebaut. Das da muss nämlich weiter hoch. Das muss eins weiter hoch, das da. Das muss so sein. Ja, Halleluja. Genau so ist es richtig. Genau so. Ja, kann sich sehen lassen. Das wird natürlich hier vorne, müssen wir dann noch den Eingang und so. Das wird dann noch so umrundet irgendwie. Nochmal die Lage checken. Finde, es sieht gut aus. Ich weiß nicht. Also wir müssen jetzt dann mal das Netherportal umsetzen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz Joe fragen, weil Unbreaking brauche ich noch auf die Spitzhacken hier. Da habe ich es ja schon drauf. Was war es noch, was ich bräuchte? Dreimal Unbreaking. Ich gehe mal kurz hoch zu Joe. Hallo. Hallo, ihr zwei Süßen. Das klingt nach Basti. Ich habe eine Frage. Und zwar, ja? Joe, du tust ja den Verzauberungsshop betreiben. Tu ich. Ja, da ist ja noch, das ist ja noch ausgelagert auf diese Insel, richtig? Aktuell, ja, wir sind im Umzug. Weil das Ding ist, ich bräuchte Unbreaking 3 und es ist schon alles ausverkauft. Ja, das haben wir im Hauptshop. Komm jetzt zum Hauptshop. Das haben wir im Hauptshop schon drin. Da hast du echt Glück gehabt. Hauptshop ist jetzt der auf der Pilzinsel. Sieht genau, wer hier langgelaufen ist, ey. Ja. Okay, nice. Was steht hier? Dieser Shop befindet sich noch im Bau. Bitte Vorsicht auf der Baustelle. Eltern haften für ihre Early Boys. Das habe ich geschrieben, ist aber gut. Ne? Ja, du hast Unbreaking Early Boy 3. falsch geschrieben. Ich brauche 3 Unbreaking-Bücher. Musst du jetzt nur noch bezahlen, dann kannst du die haben. Wo bist du da? Hier oben. Hä? Wir haben noch keine Beschilderung. Bücher zuerst in die große Kiste legen, dann die 3 Diamanten hinterherlegen. Warte mal, wurde ich jetzt gescammt? Ich habe 3 normale Bücher gekriegt. Was? Die musst du noch bezahlen. Ja, aber wie geht das denn? Erkläre ich dir gerade. Okay. Warte, stopp. Ich erkläre dir, wie es geht. Erst die Bücher einlegen, dann die gleiche Menge an Diamanten einlegen und dann kommen die hier rein. Warte, aber chill, ich will gucken. Ja, wir warten kurz auf du. Also beides hier rein. Also ich muss hier Bücher und dann die Diamanten. Legst das, was du kaufen möchtest, erst rein und Diamant legst du zuletzt ein. So, Klim, guck. Erst die Bücher einlegen, dann die gleiche Menge an Diamanten einlegen. Wie ist der zeitliche Abstand? Ja. Einfach zack und zack. Jetzt dauert das ein paar Sekunden, dann kommt da rechts eine Bestellung raus. Alter, wie geil. Wenn die Lampe leuchtet, ist fertig. Es dauert 11 Sekunden noch. 11 Sekunden. Hä, lol, hat sich das fast gedreht? Nein. Hä, da ist ein Loch drin. Du kannst jetzt abholen, deine Ware ist schon fertig. Du kannst jetzt rausnehmen. Hä, wie geil ist das? Hä, wie krass ist das denn?
Geht. Itemfiltermechanismus, Hochgeschwindigkeitsfiltermechanismus. Also, und wenn Sie sowas Ähnliches haben wollen, können Sie gerne bei der One Diamond Group vorstellig werden. Ich habe nur Ancient Debris im Angebot. Wir werden jetzt noch eine Wartemusik einführen. Wir können gerne ein Kassensystem installieren. Kassensystem installieren? Das hört sich nicht schlecht an, natürlich. Wie viel würde das kosten? Du musst der One Diamond Group beitreten. Die verkaufen das nur in der Mitgliedschaft. Richtig, das heißt, Heißt das dann, dass der Preis dann ein Diamond wäre von Ancient Debris? Basti, es funktioniert bei uns so, wir haben 100 Wertpapiere und du würdest quasi dann am Anfang ein oder zwei Wertpapiere bekommen, das heißt, du hast dann 2% an unserem Unternehmen, bekommst dann auch den Gesamtumsatz von 2% dann als Dividende ausgeschüttet. Und wenn dein Shop gut läuft, würdest du dann mit der Zeit mehr Wertpapiere bekommen. Also 2% von allem, also auch von unserem Bücherstore, vom Eisenstore. Wenn er Mitglied des Dings wird und wir im Team uns dazu entscheiden, dass wir ihn kaufen. Was, ihr wollt meinen Shop kaufen? Also ich hätte ja die Befürchtung gehabt, dass Basti gar nicht seinen Shop überhaupt restocken kann, weil Ancient Debris halt, ne? Ich glaube, dann musst du nochmal bei uns vorstellig werden. Da müssen wir nochmal so ein richtiges Meeting, diesmal nach Klümmeregeln, veranstalten, oder? Können wir nochmal machen, ja. Ja, aber die Frage ist, was habe ich denn dann... Weißt du was, Basti, du kannst ja morgen Abend kommst du mal zu uns, da sind wir alle auf dem Server und dann können wir ja mal. Das wäre immer noch ein Shop. So. Gut. Spark, noch eine Frage so zu den Regeln. Mhm. Ich habe die nicht ganz, also ich habe sie schon verstanden, aber jetzt nur als Beispiel. Also ich habe jetzt hier im Shop, ne, wenn der leer ist, habe ich 3 Tage Zeit, den aufzufüllen, richtig? Genau. Ansonsten könnte jemand anders sich auch Ancient Debris als Shop saven. Und dieser. Wer sich denn als Shop saved, dann muss der, oder ist es da, kann es auch sein zweiter Shop sein? Das weiß ich, haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht. Weil eigentlich, ich sehe es jetzt zum Beispiel eigentlich so, hat jeder nur einen Shop, ne? Ja, ja, also. Ja, ja. Nö, also eigentlich nicht. Also, Sparky, ich möchte bald mit Rotblitz noch einen anderen Shop aufmachen, aber ich kann jetzt schon mal versprechen, dass was wir anbieten, wird garantiert niemand anders anbieten. Ja, wenn ihr so mal nachfüllt, klar, wieso nicht? Ich habe jetzt eine Frage hier, nämlich. Ja, immer nachfüllen tun wir das auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Felix hier, bei Dena. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern er gewährleisten kann, weil er ja auch immer viel beschäftigt ist mit dem TNT-Shop. Na? Ja. Dafür ist dann der One Diamond Group. Wir helfen uns gegenseitig. Dann. Also, da würde ich sagen, dass wenn dann Chef das ansonsten übernehmen kann mit seinem Raketenshop, weil der auch Raketen hat, also TNT oder Gunpowder und Raketen und so, das ist ja eigentlich eine Kategorie. Okay. Und die haben sich aber geeinigt, dass halt Dena DNT macht und Chef macht hinten die Raketen sozusagen. Die haben halt beide Gunpowder. Da müssen wir mit Chef auch nochmal sprechen. Dass und im Falle, falls Dena da nicht mehr aktiv ist, hätte ich einfach Chef gesagt, jo, dann pack mit TNT rein oder so. Ja, weil ich bin sehr interessiert an dem ganzen TNT. Du hoffst also jeden Tag drauf, dass er nicht restockt, damit du dir auch holen kannst. Nein, also ich bin nicht interessiert am Shop, aber an der Ware generell. Basti, Frage. Ja? Wäre es in Ordnung, wenn wir uns im Konglomerat einmal zusammensetzen, überlegen, was wir dir für ein Angebot machen können. Und wir machen mal dir ein Angebot und dann kannst du sagen, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Okay. Wir können 2 verschiedene Angebote machen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du behältst einen Teil deiner Einnahmen quasi safe und gehörst zu uns dazu. Oder du wirst Teil unseres Unternehmens und profitierst vom Gesamtgewinn. Da musst du halt dann für dich am Ende, wir werden dir 2 Angebote machen. Du musst für dich überlegen, was du lieber haben möchtest. Ey, künstliche Verknappung, Leute. Kauft. Gib ich lieber. Warte mal. Das noch nicht 16 noch Gold in ein Bier. Ja, warte mal. Ja, ich wollte mal damit anfangen. Also. Spark, komm, ich will nicht so sein. Warte kurz. Basti zockt, der erste Kunde. Ja, ich will dafür aber eine Auszeichnung. Er hat einfach einen großen Geldbeutel, so schaut's aus. So ist Spark. Oh. Damit will ich aber werben, ganz, Joe, damit müssen wir werben. Holy. Ja, ja. Ey, Coco, willst du die Kasse die mal in Aktion ansehen? Die läuft jetzt schon. Wenn man das halt einfach mal gegönnt, das, ja. Spark. Spark hat da vorhin auch was geholt, das funktioniert und Basti auch. Ich sag doch, mein Shop läuft gut, deswegen kann ich mir das leisten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es noch zu teuer. Ich konnte es mir im Moment noch nicht leisten. Ich hatte mit Minimum 32 gerechnet, die ich kriege. Aber ja, ich kann ja noch ein bisschen leider haben. Noch nicht so flow. Das Problem ist auch beim Shop, wenn ich den aufbaue, dann brauche ich da ebenfalls ziemlich viel Goldblöcke für.
Spark, du brauchst für deinen Shop Goldblöcke. Warte mal kurz, ja, wir brauchen also auch Goldblöcke. Großes Pixelart, Goldingots und vielleicht auch so Goldäpfel, die so groß an der Seite stehen. Ich investiere in dich, ich habe ja gerade Gold gekauft. Hier, damit kannst du schon mal deinen Shop kaufen. WTF, Basti, was machst du eigentlich? Du hast jetzt Gold gekauft, was du nicht brauchst, um erster Kunde zu sein. Das Gold, was du nicht brauchst, gibst du zurück, damit ich den Shop bauen kann. Ja, damit du den Shop bauen kannst, damit es da vorangeht. Wir bräuchten 15 Blöcke Gold. Ja, Basti, was wäre, wenn ich das jetzt wieder in Ingots mache, hier reingehe und die wieder in die Kiste lege? Dann ist das Spendenveruntreuung. Spendenveruntreuung. Dann ist das Spendenveruntreuungsfrage. Ich habe dir das dann nur gegeben. Dann nehme ich mir die Goldblöcke und pack die mir mal in die Kiste bei mir, wenn ich hier dann am Bauen bin. Und morgen, wenn keiner schaut. Ja, morgen, wenn keiner schaut. Ja, warte. Muss ich den Shop wieder auffüllen. Ah nein, Moment. Es geht ja nicht, dass ich die Blöcke umbenenne. Mit irgendeinem bestimmten Namen, wenn du es dann. Du musst ihn nur Gold nennen, dann ist es schon. Ja. Genau, und dann. Spark, ich behalte dich im Auge. Wir uns einfach geben, irgendwie, wir brauchen 15 Goldblöcke für die Musik. Wir wollen nämlich. Wir wollen ja ein bisschen Musik machen, das brauche ich 15 Goldblöcke. Ich behalte dich im Auge und wenn das Spendenveruntreuung ist, muss ich das leider anzeigen und dann müssen wir halt irgendwie das vor Gericht klären. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Ja, nee, ich brauche es noch für das Ding.